Hallo Leute, in diesem Video geht es um die Ethik der Sterbehilfe. Da wurde ja schon von vielen ein Video gewünscht, das mache ich hiermit. Die Ethik der Sterbehilfe ist eine sehr schwierige Sache, weil ja es hier nicht nur um Ethik geht, das heißt nicht nur um Philosophie. Es ist ein Feld, in dem wahnsinnig viele Akteure dabei mitreden und viele verschiedene Felder beteiligt sind. Also zum Beispiel Medizin, klar. Die Ethik selber, die Philosophie, die Moraltheologie oder Moraltheologien, evangelisch-katholisch bei uns im Wesentlichen, könnte aber andere Religionen sein. Dann natürlich die Rechtswissenschaft, die Jurisprudenz, die Juristen. Auf das Medizinische gehe ich jetzt mal nicht ein, da geht es um die Expertenfrage, ab wann ist jemand sozusagen irreversibel im Sterbensprozess. Das ist eher naturwissenschaftlich medizinisch zu klären. Worum es eigentlich in Streit geht, das ist die moralisch-rechtliche Ebene. Und warum ist das so? Wir haben zwei verschiedene Weltbilder eigentlich, Herangehensweise. Das eine ist die humanistisch aufgeklärte Herangehensweise, das andere ist die religiöse Herangehensweise. Humanistisch aufgeklärt, das ist eher jetzt mal, das ist eigentlich die Aufklärung, das ist eher mal die Philosophie, nicht zwingend, aber die Philosophie vertritt eher diese Richtung des Religionsunabhängigen. Gibt nämlich auch eine christliche Philosophie, lasse ich jetzt mal weg. Aber die philosophische, ethische Position ist eher die des Humanismus der Aufklärung der menschlichen Autonomie. Und da gibt es die religiöse Position, die sagt, konkret hier im christlichen Bereich, das Leben ist von Gott geschenkt, man hat darüber eben keine Autonomie. Wiederhole, der Aufklärer, der Humanist sagt, der Mensch hat Autonomie über sein Leben. Der Christ sagt, der Mensch hat keine Autonomie über sein Leben. Letztlich, wenn es um den Tod geht, ist ja auch klar, denn wenn ich sozusagen keine Instanz über mir anerkenne, wer soll mich dann daran hindern, für mein Leben die Entscheidung zu treffen, die ich entscheiden will. Im Kern, ich kann natürlich dann Dinge berücksichtigen, die Familie oder wie auch immer, aber ich kann für mich entscheiden. Niemand kann das verhindern. Niemand kann mir das ausreden. Wie? Wenn ich aber Christ bin, sage ich, mir gibt es einen Gott, der mir das Leben geschenkt, da kann ich nicht einfach entscheiden. Das sind die beiden Weltbilder. Die Philosophen sind überwiegend natürlich in diesem aufgeklärten humanistischen Bereich tätig, vertreten die Position, weil Philosophie sozusagen nicht einen Gott annimmt über sich. Gibt dann christliche Philosophie, aber das ist wieder ein Streitpunkt, aber traditionell gibt es das natürlich auch. Aber das wäre dann wieder ein ganz anderes Feld, da würden andere Philosophen sagen, ist keine Philosophie, wie auch immer. Aber die Philosophie traditionellerweise erkennt keinen Gott über sich an, oder beziehungsweise ist in abstrakter Weise theistisch, wie auch immer, es gibt keine konkrete Offenbarungsbotschaft. So ist es. Und diese ethische Position aus dem Humanismus, aus dem aufklärerischen Bereich, das ist eher sozusagen die philosophische Richtung. Dann gibt es die Richtung der Moraltheologie, die sich aber, und das ist heute überwiegend so, in philosophischen Argumentationen betätigt. Also der Moraltheologe katholischer oder evangelischer Herkunft wird nur noch selten im öffentlichen Bereich theologisch von Gott her argumentieren. Er wird philosophisch argumentieren, mit Philosophieargumenten, kommt ja besser an, ist allgemeinverbindlicher, hinter denen aber religiöse Argumente bzw. religiöse Wahrheiten verdeckt sind. Er argumentiert scheinbar philosophisch rational, hat das aber so aufgebaut, dass natürlich die eigenen religiösen Überzeugungen darüber kommen. Und das andere ist der rechtliche Bereich. Der Jurist muss sich darum kümmern, wie ist es geregelt. Da gibt es die genauen Unterscheidungen der Sterbehilfe, was darf man leisten, was nicht, aktiv, passiv. Das ist ja alles erstmal juristisch gefasst. Der juristische Streit ist aber ein nachrangiger Streit, denn da geht es ja darum, was ist geregelt. Man streitet eigentlich darum, wie man es regeln will. Ich mache hier auch keine juristische Analyse, das kann man ja woanders nachlesen,
Aber um das geht es ja nicht, es geht ja um Veränderung. Darum streiten eigentlich diese zwei Richtungen. Und zwischen diesen beiden Richtungen kann es letztendlich im Kern keinen Kompromiss geben. Ich kann natürlich, wie bei uns, einen Kompromiss versuchen. Ich kann irgendwie ein bisschen dem was zugestehen, ein bisschen dem was zugestehen, ein bisschen Autonomie, aber auch nicht zu viel. Unsere Rechtsordnung ist ja sehr christlich geprägt. Das heißt, wir gehen eher in die christliche Richtung. Wir haben keine Autonomie direkt über das menschliche Leben selber, als Persönlichkeit über sein Leben. Aber das sind die beiden Richtungen, die eigentlich unvereinbar sind. Entweder hat Gott das Leben geschenkt oder nicht. Und wenn ich nicht daran glaube, das ist der entscheidende Punkt, kann mich ja auch keiner daran hindern, in irgendeiner Form Sterbehilfe bei mir selber zuzulassen. Autonom zu bestimmen über meine Zukunft, über mein Schicksal. Das ist der entscheidende Unterschied. Darum gibt es diesen Streit. Also ich könnte zum Beispiel jetzt nicht philosophisch, unabhängig von Gott, zwingend begründen, warum man das nicht darf. Es wäre dann wie immer in der Philosophie, heute begründet, morgen in Frage gestellt. Es gibt keine apodiktische, ein für alle Mal gültige Argumentation. Wenn einer dann doch wieder mit guten Gründen sagt, ich will es aber anders, kann man ihn nicht daran hindern. Es gibt ja auch in der Ethik viele Schulen, ihr wisst es, wenn ihr meine Videos anseht, wo zum Teil die Folgen betrachtet werden, nicht betrachtet werden, es nur um die Handlung geht und so weiter. Das wird dort natürlich genauso der Fall. Oder aber ich nehme etwas Religiöses an, dass Gott das Leben geschenkt hat, dann muss ich so handeln, dass ich das respektiere, sozusagen. Da kann ich nicht einfach über mich selber bestimmen. Weil aber die Debatte so offen nicht geführt wird, weil natürlich auch die Theologen wissen, dass wenn sie mit rein theologischen Argumenten kommen, die meisten sagen werden, warum sollen sich alle nach dem christlichen Menschenbild richten? Auch wenn man gar nicht daran glaubt. Da wird dann schnell die Debatte, warum das alles? Darum ist das von Seiten der Moraltheologie sozusagen sehr philosophisch, mit philosophischen Begriffen geführt. Und da müsst ihr genau hinschauen. Das ist eigentlich der Streit, der in dem Sinne ganz einfach ist. Ganz einfach. Ein ganz einfacher Streit, den man aber nicht einfach auflösen kann. Entweder so oder so. Es hängt davon ab, welche Weltsicht ich habe. Welche Begründung ich habe. Ich kann nicht ein für alle Mal bestimmen, wie weit die menschliche Autonomie geht. Außer ich glaube an Gott. Im christlichen Sinne. Wenn ich das nicht tue, kann ich das nicht einfach so bestimmen. Das heißt, die Debatte kann nicht an das Ende kommen, das man immer erwartet. Dass man das mal ausdiskutiert und endgültig entschieden hat. Es streiten hier zwei Weltbilder. Ich habe es jetzt mal versucht zu umschreiben, worum es geht. Das heißt, es macht jetzt wenig Sinn, wenn ich ein Video drehen sollte, wie manche meinen, indem ich das kläre, die Frage. Ich könnte das höchstens aus dem humanistischen, aufklärerischen Bereich klären, aber da war es ohnehin klar, Autonomie. Aus dem religiösen Bereich wäre es auch klar. Und da könnte ich irgendwelche Zwischenfelder aufmachen, die würde ich dann irgendwie so oder so begründen. Das kann man so und so schieben. Wichtiger ist es zu begreifen, was sind die grundsätzlichen Denkrichtungen, die hier aufeinandertreffen. Und um das geht es. Und dass viele hier verdeckt argumentieren in einem gesellschaftlichen Meinungskampf. Das, was dann juristisch geregelt wird, die genauen juristischen Unterscheidungen, das ist etwas Nachrangiges, was dann geregelt wird. Und ob ich analysiere, was heute gilt, aber das ist ja eben umstritten, sonst wird man nicht diskutieren. Und eine medizinische Frage, das kann man ja naturwissenschaftlich medizinisch klären, das ist auch weniger umstritten. Weniger. Kann ich mich auch nicht einmischen, bin ja kein Arzt. Ihr seht, diese Debatte ist im Grunde sehr einfach, eine sehr einfache Debatte, die aber so kompliziert wird, weil es dazwischen eigentlich keinen Kompromiss gibt. Man kann nur sozusagen immer wieder aushandeln, wie weit geht der christliche Einfluss, wie weit geht der humanistisch aufgeklärte Einfluss und dann sozusagen dem jeweiligen gesellschaftlichen Stand entsprechend eine Kompromisslösung finden, die im Wesentlichen akzeptiert wird.
Aber hier arbeiten natürlich Lobbygruppen. Und in 20 Jahren kann es wieder ganz anders aussehen. Außer wir finden irgendwann mal zu einem allgemeinen gesellschaftlichen Menschenbild, das wir alle anerkennen, das ist aber sehr unwahrscheinlich. Zumindest in absehbarer Zeit. Philosophisch nicht, da müsste es ja religiös sein, denn philosophisch gibt es ja nie was Endgültiges. Wenn, dann müssten wir alle in Richtung Religion gehen, möglich, dass das wieder kommt. Du hast sogar wahrscheinlich, dass irgendwann mal wieder eine Zeit kommt, wo wir religiöser, radikaler sind, aber das ist nicht Thema des Kanals und nicht meiner Lebenszeit. Ich hoffe, ich konnte den Streit einigermaßen erklären, worum es hier in abstrakter Weise geht. Und hier ist das Abstrakte eigentlich schon mal das Einfachere. Auch wenn sich abstrakt meistens immer etwas schwieriger anhört. Wenn ihr Fragen habt zum Thema, aber bitte hier wirklich zur genauen Unterscheidung, nicht zum Thema Sterbehilfe an sich, denn dann wird es unermesslich. Gerne im Kommentarbereich des Videos schreiben. Und sonst freue ich mich, wenn ihr weiter dran bleibt, meinen Kanal liked, meine Videos liked, meinen Kanal liked, mich weiterempfehlt. Und ich sage, bleibt dran. Bis zum nächsten Mal.